Hallo meine Lieben, ich habe für euch heute dieses Smoky Green Eyeshadow Tutorial vorbereitet. Alle Lidschatten entnehme ich aus der Urban Decay Wise 2 Palette und zuallererst entferne ich meine Haare aus dem Gesicht. Es folgt das Primen unseres Augenlides. Dazu nutze ich die Ortego Eyeshadow Base und trage diese am gesamten Lid auf und am unteren Wimpernkranz. Damit die Farben intensiv leuchten können, nutze ich den NYX Jumbo Pencil in der Farbe Milk und trage ihn auf das bewegliche Lid auf. Anschließend verwische ich alles mit meinem Finger. Mit meinem Sigma E35 Pinsel und der Farbe Rewind streiche ich entlang meiner Augenhöhle. Mit einem Crease Brush und der Farbe Poison definiere ich meinen Außenwinkel. Nun wird erst einmal alles verblendet und zwar mit Hilfe des Sigma E25 Pinsels. Die Farbe Strike bringe ich am Innenwinkel meines Auges an mit Hilfe eines kleinen Lidschattenpinsels. Ich benutze einen Lidschattenpinsel und die Farbe Damaged und tupfe sie ganz sanft auf mein bewegliches Lid. Mit Hilfe des Lidschattens Smoke Out kreiere ich am Außenwinkel ein V. Somit schaffe ich mehr Tiefe in dem Make-up und kreiere diesen Smoky-Effekt. Mit dem E70 Sigma Pinsel und der Farbe Habit highlighte ich unter den Augenbrauen. Hier ist er wieder, mein Master Smoky Eye Pencil von Yade Maybelline New York. Der ist wirklich klasse, damit betone ich meine Wasserlinie und verwische alles mit dem dazugehörigen Spongeaufsatz. Nun greife ich zu meinen Essence Gel Eyeliner und einen Angle Brush und ziehe meinen Lidstrich.
Danach heißt es Wimpern tuschen. Jetzt nutze ich eine Foundation von e.l.f. und verteile sie in meinem gesamten Gesicht mit Hilfe eines Foundation-Pinsels. Der Concealer von Catrice hilft mir, meine Augenringe zu vertuschen. Wie immer folgt jetzt das Highlighten und das Konturieren. Hierzu einfach die hellste Farbe aus der Palette nehmen und unter die Augen, auf die Stirn, den Nasenrücken und am Kinn verteilen. Für das Konturieren nutzen wir die dunkelste Farbe aus der Palette und tragen diese unter den Wangenknochen und an den Nasenflügeln auf. Für das Rouge nutze ich wieder meine Palette von BH Cosmetics, suche mir eine Farbe aus und trage diese auf dem Wangenknochen mit Hilfe eines Rouge Brushes auf. So, der letzte Schritt beinhaltet eigentlich nur noch den Lippenstift aufzutragen und ihr seid fertig mit eurem Look. Während ich hier meine Haare befreie, würde ich mich über Likes von euch freuen, falls euch dieses Make-up bzw. dieses Tutorial gefallen hat. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Bye!